Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. An meiner rechten Seite seht ihr mal wieder den Henry vom YouTube-Kanal Henry Lopp. Den Kanal verlinke ich auch oben in den Infokarten. In den letzten Jahren habe ich immer mal wieder von Zuschauern oder Lesern auch die Frage bekommen, wie ich und meine Kinder, wie wir unsere Haut vor der Sonne im Sommer schützen. Da habe ich mir gedacht, ich mache mit dem Henry einfach mal ein Video dazu, weil wir uns auch seit Jahren schon darüber austauschen und eben auch unsere Haut alternativ schützen oder eben ein bisschen andere Meinung dazu haben, als wie so die gängige Meinung über die Sonnenstrahlung verbreitet wird. Und ich gebe gleich mal so an Henry ab. Er hat sich ein bisschen mit Sonnenschutzmitteln beschäftigt und mit Bildung von Vitamin D. Ich fange erst mal mit dem Vitamin D an. Bei dem Vitamin D ist es so, dass wir, sagt die Medizin, 80-90% über die Sonnenstrahlung aufnehmen und dann bildet der Körper das selber. Und Vitamin D wird auch sehr oft verwechselt, weil Vitamin D ist in Wirklichkeit eigentlich kein Vitamin, sondern es ist ein Hormon, das der Körper selbst bildet. So. Und wir können die anderen 10-20%, die können wir tatsächlich nur über die Ernährung aufnehmen. So. Und der Rest funktioniert über die Sonnenstrahlen und über die Sonneneinstrahlung, die auf unsere Haut dann trifft. Und dann fängt der Körper an, Vitamin D zu bilden. Ich werde jetzt nicht auf den kompletten Prozess eingehen, weil wir können euch Artikel verlinken, wo das dann explizit drin erklärt wird. Das würde einfach den Rahmen dieses Videos sprengen. Und ich gehe jetzt mal direkt über auf die Sonnenschutzmittel. Bei den Sonnenschutzmitteln ist es so, dass viele Stoffe in diesen Sonnenschutzmitteln enthalten sind, die nicht optimal für den menschlichen Körper sind. Eins ist zum Beispiel Parabene. Bei Parabenen ist es so, dass es dem weiblichen Sexualhormon Östrogen ähnelt, von der Struktur her. So, das hat jetzt dann als Wirkung, wenn ein Mann zum Beispiel sich Sonnenschutzcreme draufschmiert, ja, dann wird das Testosteron runtergefahren und die Spermienanzahl wird zum Beispiel verringert. Und daraus resultiert dann auch noch, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, wenn man jetzt Wasser trinkt aus Plastikflaschen, dass dann auch so verschiedene, ja, zum Beispiel Weichmacher in den Körper gelangen und dadurch entstehen dann die sogenannte Männerbrust. Ja, das ist jetzt ein Symptom davon oder ein Beispiel davon. Und das kann eben auch passieren, wenn man dann eben die Sonnenmilch auf die Haut schmiert. Und das hat man eben auch festgestellt in Tierexperimenten mit Ratten. Da wurde eben das genau festgestellt bei männlichen Ratten, was ich gerade eben schon erzählt habe. Und bei weiblichen Ratten ist es so, dass da natürlich Östrogen ist ja schon da und da wird der Östrogenspiegel aber noch weiter angehoben und dadurch kann es passieren, dass der Uterus vergrößert wird. Und das ist natürlich langfristig gesehen auch nicht optimal für den Körper. Dann sind noch Paraffine drin. Das ist ein Abfallstoff aus der Ölindustrie. Das dient im Prinzip dazu, dass wenn ihr die Sonnenschutzmilch zum Beispiel auf eure Haut auftragt, da entsteht dann so ein Film auf der Haut. Ja? Das ist letztendlich dafür da, sagt die Industrie, dass man eben, dass keine Sonneneinstrahlung dann in die Haut reingehen kann, also speziell kein UVB und UVA, also dass das dann komplett blockiert wird. Und ein Problem dabei ist auch noch, dass die Hautporen davon verstopft werden und dann kann die Haut nicht mehr richtig arbeiten, ja. Und somit kann die Haut als mit eines der wichtigsten Entgiftungsorgane nicht mehr richtig funktionieren, weil dann die Giftstoffe nicht mehr nach außen getragen werden kann. Und das ist halt auch ein sehr großes Problem. Was ich eigentlich noch viel bedenklicher finde, ist auch, dass da Aluminiumverbindungen drin sind. Aluminium wisst ihr selber, könnt ihr euch auch drüber einlesen, dass Aluminium langfristig gesehen zu Alzheimer führen kann, zu Parkinson, ja, die Fruchtbarkeit wird verringert. Und das sind halt alles Faktoren, wo ich sage, so, okay, warum macht man das in diese Mittel rein? Ja, und was ich auch sehr spannend finde, das hat jetzt nicht unbedingt mit dem Sonnenschutzmittel zu tun, aber zum Beispiel kam vor ein paar Jahren ja auf, dass in den Deodorants, also in diesen Sprays, dass da Aluminium mit drin ist. So, und da hat sich die Industrie Gedanken gemacht, okay, was können wir jetzt machen, damit wir das trotzdem noch weiter verkaufen können. Und dann hat man eben Studien gemacht, um Aluminium zu entlasten. Also man muss sagen, die haben anderes Aluminium, die haben das alte Aluminium gegen neue Aluminiumverbindungen ausgetauscht, gegen Aluminiumstearat und gegen Aluminiumsilikat. Dafür hat man entlastende Studien gemacht.
damit man letztendlich wieder die Sprays ganz normal weiterverkaufen kann. So. Und so läuft das bei anderen Mitteln auch. Es werden im Prinzip die einen giftigen Substanzen gegen neue giftige Substanzen ausgetauscht. Hauptsache, man kann es dann erstmal wieder weiterverkaufen. Und so funktioniert das dann. Ja, dann sind noch zwei weitere Stoffe, die ich sehr bedenklich finde. Da drin ist einmal Titandioxid. Und bei dem Titandioxid ist es so, dass es ja eigentlich als Weißmacher benutzt wird in der Industrie, also zum Beispiel für Wandfarben. Ja. Und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, die Sonnencreme und die Sonnenmilch, die es gab, man hat die draufgeschmiert, das gibt es heute auch noch teilweise, man hat die draufgeschmiert und dann war noch so ein weißer Film auf der Haut. Ja. Und dieser weiße Film ist eben von diesem Titandioxid. So. Und das kann auch in den Körper wieder eindringen, das kann bestimmte Organe negativ beeinflussen. Und was jetzt neu mit dazugekommen ist, ist im Prinzip die Nanotechnologie, da habt ihr bestimmt auch schon mal was davon gehört, und die wird mittlerweile auch in Sonnencremes eingearbeitet. Das heißt, da sind dann kleine Nanopartikel und die, dadurch lässt sich halt die Sonnencreme leichter verteilen durch diese Nanopartikel und dadurch entsteht dieser weiße Film nicht mehr auf der Haut. So, und somit wurde auch so dieser Verkauf damit beworben, dass das halt was Gutes ist, weil man dann eben nicht mehr diesen weißen Film auf der Haut hat. Was das letztendlich aber wieder für unsere Gesundheit bedeutet, ist, dass die Nanopartikel viel leichter in die Haut eindringen und viel leichter auch in den Körper. Ja? Und bei Schwangeren ist es zum Beispiel so, dass die Nanopartikel viel leichter in die Gebärmutter eindringen können und dadurch kann das Baby schon geschädigt werden, also schon im Mutterleib. Und das ist... ist, glaube ich, nichts also, Gutes. Also Titandioxid oder Titanoxid und Zinkoxid wird ja vor allem in Sonnencreme eingesetzt, wo man mit mineralischem Schutz wirbt. Ne? Mhm. Aber wie wir heute auch gelesen haben, gibt es auch diesen mineralischen Schutz ohne dass man diese Nanopartikel verwendet. Ich meine, ich bin kein Freund davon, von allgemein von diesen Sachen, mhm. weil für mich ist es so, sobald da chemische Substanzen drin sind, die irgendwie mhm. chemisch hergestellt wurden, die haben nichts auf der Haut zu suchen. Okay. Weil man muss halt auch überlegen, die Haut, die fungiert als Schwamm. Das heißt, alles, was wir uns draufschmieren, das saugt der Körper nach innen ein. Ja? Und mhm. der Körper muss es irgendwie wieder verarbeiten. Das geht einmal durch den kompletten Kreislauf und dann muss es irgendwo wieder raus. Ja? Okay. Und von daher... Ist ja auch so, die verschiedenen Sonnenschutzcremes, die bewerben ja auch immer verschiedene Lichtschutzfaktoren. Da gibt es ja bis 50 aufwärts, also da gibt es ja verschiedene Abstufungen. Und die verhindern ja, dass die UVB-Strahlung unsere Haut schädigt. Also man sagt ja immer, dass diese UVB-Strahlung die schädlichste ist. Mittlerweile hat man aber auch die Erkenntnis, dass die UVA-Strahlung die noch schädlichere ist, die noch tiefer in die Haut dringt und wirklich Schäden verursachen kann. Der Lichtschutzfaktor, der eben angegeben ist auf den Sonnenschutzcreme, soll aber nur anzeigen, wie stark gegen UVB-Strahlung geschützt werden kann. Und das Interessante ist ja auch, wir brauchen die UVB-Strahlung, um was zu bilden? Vitamin D. Vitamin D. Wenn wir uns jetzt aber im Sommer ständig mit Sonnenschutzcreme einschmieren, dann sind wir ja gar nicht mehr in der Lage, selber Vitamin D zu bilden. Mhm. Würde ich jetzt mal daraus schlussfolgern. Das heißt, die Menschen, die Sonnenschutzcreme nehmen, müssen auf alle Fälle künstlich Vitamin D konsumieren. Das ist jetzt die nächste Schlussfolgerung. Und jemand, der eben keine Sonnenschutzcreme verwendet und eben die Sache alternativ angeht, muss nicht unbedingt, zumindest nicht im Sommer oder von Frühjahr bis Herbst, Vitamin D nehmen. Winter ist wieder eine andere Frage, das muss man dann so abwägen. Ne? Man kann ja auch seinen Vitamin D-Spiegel auch ab und zu testen lassen, damit man sehen kann, ob man künstlich Vitamin D zu sich nehmen muss, sollte, kann. Ich denke, das sind viele verschiedene Faktoren, warum Menschen Vitamin-D-Mangel haben, aber eben auch die Sonne nicht mehr so gut vertragen. Da kommen wir jetzt zum letzten Teil des Videos, nämlich welche Erfahrungen wir gemacht haben mit alternativen Mitteln sozusagen, um entgegenzuwirken, dass wir Sonnenbrand bekommen oder ja, dass wir unsere Haut schädigen. Bei mir muss ich ganz klar sagen, hat sich der Fokus so in den letzten Jahren immer weiter dahin verschoben, dass ich mich im Sommer sehr wasserhaltig ernähre oder dass ich mich allgemein nur noch sehr wasserhaltig ernähre und grüne Lebensmittel mit dabei habe, als Säfte, als Grashaftpulver, als Salate, ja, oder ab und zu mal ein paar Wildkräuter und so. Aber halt, dass ich den Fokus lege auf wasserhaltig, weil wenn ich diesen Fokus lege auf diese wasserhaltige Ernährung, dann sehe ich, dass meine Haut, dass die strahlt, dass die schön feucht ist und so, und dann
bekommt man keinen Sonnenbrand. Also die Erfahrung habe ich so für mich gemacht. Welche Erfahrung ich aber auch gemacht habe, und das zeige ich euch auch hier, schaut euch mal meine Nase an. Mir? Seht ihr das? Das passiert bei mir, wenn ich zum Beispiel mal etwas mehr Fett esse. Also zum Beispiel Avocado oder auch mal Olivenöl. Dann gehe ich am nächsten Tag in die Sonne und dann dauert es keine Stunde, dann kann ich mir meine Nase anschauen und dann ist die so verbrannt. Ja? Oder so leicht verbrannt. So, ist aber meine eigene Schuld, ich weiß, wo es herkommt. Ja? Und früher war es zum Beispiel so, ich war ein Typ, ich konnte nicht lange in die Sonne gehen, also wo ich mich noch damals ganz normal ernährt habe von Industriekost. Da konnte ich nicht lange in die Sonne gehen, da habe ich sofort Sonnenbrand bekommen. Und dann mit der Ernährungsumstellung wurde das von Jahr zu Jahr besser und ich konnte immer länger in die Sonne gehen. Jetzt ist es so, dass ich stundenlang in die Sonne gehen kann und ich merke da keine negativen Effekte davon. Ja? Also ich fühle mich energetisch super. Meine Haut fühlt sich auch super an. Man hat so eine schöne braune Farbe auf der Haut. Und das finde ich einfach super, ja. Und von daher, mein Fazit ist, umso reiner der Körper von innen ist und umso wasserhaltiger man sich ernährt, umso besser sieht auch die Haut im Außen aus. Also einfach das ganze äußere Erscheinungsbild, jetzt mal abgesehen von der Sonne, ja. Aber das ganze äußere Erscheinungsbild sieht einfach viel, viel klarer aus und man fühlt sich auch viel, viel besser. Das ist so meine Erfahrung. Also ich kann mich dem auch anschließen, das ist auch meine Erfahrung der letzten 3 Jahre. Wir haben dich ja vor 3 Jahren auf Sardinien besucht, da habe ich ja dann auch länger mal mit schleimfreier Heilkost experimentiert. Das heißt auch nahezu fettarm gelebt und man merkt das schon, wenn man sehr wasserhaltig ist und fettarm bzw. fettfrei, dann kann der Körper viel besser mit dieser Sonneneinstrahlung, auch einer starken Sonneneinstrahlung umgehen. Also das ist auch meine Erfahrung. Wir reisen ja auch viel im südlichen Europa, Sardinien, Sizilien, auch waren auf den Kanaren, du warst auf Kreta. Da ist ja auch eine stärkere Sonneneinstrahlung und wir machen da eigentlich immer sehr positive Erfahrungen, weil wir in diesen Ländern uns eben auch sehr schleimarm, sehr schleimfrei ernähren, eben mit dem wasserhaltigen Gemüsefrüchten und Obst und eben auch grün. Also wir haben ja auch hier unsere grünen Pulver dabei und wir kommen wirklich auch sehr gut, nicht nur mit dieser Sonneneinstrahlung zurecht, sondern auch mit der Hitze. Also ist auch so ein Tipp von uns, sich wasserhaltig ernähren, fettfrei ernähren, sehr einfache, sehr leichte Kost, dann kommt man zum Beispiel auch mit der Hitze viel besser klar. Ich habe ja auch noch 2 Kinder und ich habe in den ersten Jahren für meine Jungs eine Öko-Sonnenschutzcreme von Lavera für Kinder verwendet. Da ist auch Zinkoxid und Titanoxid enthalten, allerdings nicht in Nanopartikelform. Wohl, weil, wenn ich meine Jungs damit eingeschmiert habe, war dann so eine weiße Schicht auf der Haut. Und du hast mir erzählt, Nanopartikel werden eingesetzt oder diese Stoffe in Nanoform sozusagen, wenn diese weiße Schicht nicht entsteht, wenn das dann so einzieht. Ne? Aber es hat sich immer nicht so gut angefühlt, meine Jungs da von Kopf bis Fuß mit dieser weißen Creme, die waren dann immer so ganz weiß und das hat sich für mich einfach auch nicht natürlich angefühlt, weil ist ja trotzdem, sage ich mal, industriell hergestellt. Da sind auch Stoffe drin, die ich ja so nie essen würde. Ich sage immer, ich schmier mir nur das auf die Haut, was ich auch essen würde. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Stück für Stück die Sonnencreme wegzulassen. Wenn wir zum Beispiel am Meer sind oder am See, dann sage ich, sie sollen öfters ins Wasser gehen, auch ab und zu einen Schatten oder sich einfach ein T-Shirt überziehen. Und ich muss sagen, meine Kinder haben schon seit Jahren keinen Sonnenbrand. Vor allem mein Jüngster, der ja auch so ein heller Typ ist, der hat Sommersprossen auf der Nase, der hat blonde Haare, ist eher so ein heller Hauttyp und tatsächlich verbrennt er sich nicht. Also es ist wirklich erstaunlich, also er bekommt sogar eine schöne Bräune, obwohl er vom Hauttyp eher eigentlich gar nicht dazu neigen sollte. Also ich muss sagen, damit bin ich jetzt in den letzten, ich würde mal sagen, 6, 7 Jahren sehr gut gefahren. Einfach, dass wir darauf achten, dass sie viel trinken oder eben auch wasserhaltiges Obst essen, dass sie in Schatten gehen oder regelmäßig ins Wasser, dass sie sich bewegen oder eben lange, dünne Kleidung kann man auch tragen. Aber so gehe ich einfach auch sicher, dass meine Jungs keinen Sonnenbrand bekommen. Ich würde sogar sagen, früher mit Sonnencreme kam es eher mal vor, dass die Haut sich mehr gerötet hat als jetzt. Wenn wir uns die Haut mit Kokosöl einreiben, Sesamöl soll ja auch möglich sein, und dann in die Sonne gehen, dann kann es auch zu Sonnenbrand kommen. Ich war vor 6 Jahren in Bulgarien und dann habe ich mir auch die Haut mit Kokosöl eingeschmiert. Und dann lag ich halt auch in der Sonne und dann habe ich irgendwann auf meine Haut geschaut und habe so gesehen, wow, krass, da hatte ich wie so kleine Brandblasen gehabt. Und dann dachte ich so, okay, alles klar, das war's für mich mit Kokosöl und habe danach dann kein Öl mehr genommen für die Haut. Wer jetzt trotzdem meint, also nur so mich ernähren und dann immer so drauf achten, das ist mir nichts und meine Kinder wollen in die Sonne, und dann achtet einfach auf
würde ich auf alle Fälle empfehlen, auf ökologische Sonnenschutzcremes. Ja, schaut euch da um, lasst euch da beraten, wenn ihr unbedingt eine Sonnenschutzcreme verwenden möchtet. Sonst versucht es eben über alternative Mittel, auch lange Kleidung. Es gibt lange, dünne Kleidung. Ich habe ja auch gelesen, es gibt auch diese UV-Schutzkleidung für Kinder. Da gibt es so Hüte oder T-Shirts, kann man auch verwenden, wenn man sich nichts auf die Haut schmieren möchte. Es gibt sogar, auch glaube ich, so Ganzkörper Badekleidung. Burka. Burka. Ganzkörper Badekleidung oder so für Kinder, so Anzüge, glaube ich. Das habe ich mal für meinen Jüngsten gehabt. Es war auch mit UV-Schutz. Ne? Da kann man zumindest sicher gehen, dass die Schultern nicht verbrannt werden. Ein kleiner Tipp noch von mir ist, es kommt der Monat Oktober. Oktober haben wir noch ein bisschen Sonne, November auch. Dann Dezember, Januar, Februar, so März. Und ab März dann, März, April, wenn dann so langsam wieder die Sonne herauskommt, dann fangt schon mal langsam an, täglich in die Sonne zu gehen. Ja? Könnt ihr erstmal anfangen hier, Arme frei, Beine frei. Ich meine, am besten ist natürlich komplett nackt. Ja? Wenn ihr die Möglichkeit habt, komplett nackt in der Sonne zu liegen, ist natürlich am besten. Im Winter ist es noch nicht so möglich. März, April sind ja meistens auch noch kältere Temperaturen. Aber man könnte sich auch abhärten. Aber was auch möglich wäre, wer ein Zimmer hat in der Wohnung, wo die Sonne reinscheint, dann geht das, da macht man das Fenster auf, dann kann man sich so auch in Unterwäsche oder eben nackt, so lange wie man es eben aushält, kann man sich auch, das funktioniert auch gut. Und dann kann man schon in diesen Monaten anfangen, schon mal den natürlichen Sonnenschutz aufzubauen, ja, bis und dann so ab Mai, Juni, da wird die Sonne dann langsam stärker und dann war man aber schon täglich in der Sonne und dann hat man so diesen natürlichen Sonnenschutz schon aufgebaut und man kann dann viel länger schon in die Sonne gehen, ja. Und wenn ihr empfindliche Hauttypen habt und auch seid, dann könnt ihr auch so langsam damit anfangen. Und ich sag mal, die DGE empfiehlt ja zum Beispiel auch dann 15 Minuten Sonne pro Tag. Das würde so diese Speicher optimal füllen, sagt die DGE. Aber mindestens 15 Minuten in die Sonne gehen pro Tag, das solltet ihr schon erreichen, ja? Damit man so den optimalen Gesundheitswert daraus zieht. Und wenn man dann wirklich auch jeden Tag dann auch so ein bisschen in die Sonne gegangen ist. Vitamin D wird gespeichert im Muskelgewebe, im Fettgewebe und dann auch noch ein kleiner Teil in der Leber. So, das wird dann da gespeichert und wenn es im Winter dann benötigt wird, dann lässt der Körper das frei und er setzt es dann ein. Zum Schluss möchte ich auch noch mal erwähnen, weil das auch oft in Videos kommt, wenn ihr mich so anschaut. Ihr seht ja, ich habe oben einen weißen Ansatz. Da kam auch letztens in irgendeinem Video, sag mal, warum ich meine Gesichtstönung nicht richtig verschmiere. Also tatsächlich, die Sonne ist bei mir immer so. Ich mache das ja auch gern, wenn Sonne ist, bin ich auch gern im März unterwegs, habe dann aber meist noch einen Schal um den Hals. Und dann krieg ich zum Beispiel ein ganz braunes Gesicht, aber mein Hals ist weiß. Also im April, Mai sieht es immer ein bisschen, ja, merkwürdig aus. Braunes Gesicht und weißer Hals. Das wird dann nach und nach besser. Aber bei mir ist es merkwürdigerweise auch so, dass mein Ansatz weiß bleibt. Also ich habe keinerlei Gesichtstönung, ist alles bräune. Ich habe ja auch Sommersprossen, die sich dann verdichten, aber da oben habe ich, glaube ich, keine. Und Silke wird so schnell braun, das ist so erstaunlich. Stimmt, du hattest ja schon Vorlauf, 3,5 Wochen auf Kreta oder 4 Wochen. Und jetzt bin ich schon... Wir sind noch nicht mal eine Woche hier und sie hat mich schon wieder eingeholt. Zu viel Fett und Eiweiß wird über die Haut nach draußen gezogen. Weil die Leber überfordert ist, das zu verdauen. Und dann schiebt es der Körper über die Haut nach draußen. Ja, und ich habe noch einen letzten Punkt habe ich noch. Mhm. Weil wir über Chlorophyll gesprochen haben und über die grünen Lebensmittel, holt euch das Buch von Silke. Silke wird es auch dann hier irgendwo verlinken. Und da erfahrt ihr alles über die grünen Lebensmittel, die einen sehr, sehr hohen Stellenwert haben sollte heutzutage. Generell, um einfach die Haut zu schützen, um mit Hitze gut klarzukommen, mit der Sonne eigentlich generell, weil Chlorophyll eben einfach auch uns unterstützt beim Entgiften und beim Optimieren und den Säure-Basen-Haushalt im Gleichgewicht hält. Also Chlorophyll ist in der heutigen Zeit unerlässlich. Also nicht mehr wegzudenken. Nicht mehr wegzudenken. Gerade wenn man auch auf dem Weg ist zur ganzheitlichen Gesundheit, sollte Chlorophyll eigentlich jeden Tag eine Rolle spielen. Nämlich in Form von Wildkräutern, Sprossen, Mikroalgen, Grünsäften, grünes Blattgemüse. Also es gibt ja auch eine ganze Bandbreite, eine große Palette an grünen Lebensmitteln fürs ganze Jahr. Die beschreibe ich auch in meinem E-Book Gesund, Grün essen. Das verlinke ich euch unten in der Infobox bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Wir sind natürlich an eurer Meinung zu diesem Video, zu den Inhalten dieses Videos interessiert. Wie geht ihr alternativ mit der starken Sonneneinstrahlung oder auch mit Hitze um? Folgt ihr eher unserem Weg oder habt ihr einen ganz anderen Weg oder macht ihr das eher konventionell und verwendet ganz normal Sonnenschutzcreme? Also wir sind darin sehr interessiert und freuen uns über einen regen Meinungsaustausch unter diesem Video. Lasst es euch gut gehen. Wir wünschen euch eine wundervolle Zeit. Bis ganz bald. Alles Liebe.